Hallo Leute und willkommen hier zurück zu einer neuen Folge hier in War Thunder. Ich bin wieder zurück mit einem Vorschlag aus den Kommentaren von euch, diesmal von Karnickel 2021. Wir sollen mit dem Horo nur mit APG-Granaten spielen. Ja, wir haben nämlich mit dem Ding schon mal nur mit den Hochexplosiv-Granaten gespielt und die sind eigentlich so ziemlich, kann man sagen, die beste Muni für das Ding. Aber heute mal spielen wir die nicht, sondern die hier eben. Warum? Warum? Fahr doch einfach weiter links. Ja, egal. Ah, und falls euch es noch nicht aufgefallen ist, das ist jetzt auch neu, dass wenn man noch fast gar keine Punkte hat, glaube ich, oder wenige, eben diese Tickets so angezeigt werden. Per Nummern. Per arabische Nummern. Irgendwer ballert auf mich, aber ich glaube, das sind sehr sicher einfach nur unsere eigenen. Ja, meine Teammates meine ich. Naja, was gibt's zu der Granate zu sagen? Sie hat 38 mm Durchschlag und 2,6 kg eben Sprengstoff drinne. Ja, ist immer noch um einiges mehr als genug, vor allem für das Battle Rating, aber ja, die HE-Granate ist halt doch schon noch eine andere Nummer. 7 Kilogramm Sprengstoff und 55 mm Durchschlag. Das ist schon was anderes. Ich meine, es gibt ein paar Nachteile mit der HE-Granate natürlich. So Sachen wie, dass sie von allem ausgelöst wird oder... ja... noch irgendwas überhaupt? Ist sie langsamer vielleicht? Weiß ich gar nicht. Nee. Der lebt, oder? Nee, doch nicht. Der lebt doch nicht. Ja, das sind... ich sollte weg. Gegner. Treffer wenigstens. Da ist überall Artillerie. Ich fahr mal zurück lieber. Ich will nicht sterben. Wir sind open top. Und das ist immer schlecht bei viel Explosion. Da ist immer noch Artillerie. Gut, jetzt sollte es weg sein. Wo sind die da? Wo sind die Gegner? Beziehungsweise... okay, der ist tot. Den meine ich eben. Das Gegnerflugzeug da. Ja, aber wo sind eigentlich auch alle anderen Gegner? Ja, okay, ich weiß wo. Ich bin es mittlerweile so gewohnt auf der Map, wirklich immer dahin zu fahren. Ja, da ist nicht der Punkt. Darum sind die alle nicht da. Der wurde gekillt. Okay, den haben wir, aber da ist noch wer. Das wird wehtun, das wird wehtun. Fahr, 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 fahr. Okay. Fahr weiter und lad nach. Okay, will das Spiel spielen. Bist du blind oder... okay, noch wen? Ja, er hätte gedacht, ich falle da vorher. Kann nicht drüber schießen. Okay, er kommt wieder. Doch nicht. Ey! Was wollte ich noch haben? Ja, okay, das ist jetzt echt nervig. Er ist tot. Sehr gut. Da haben wir noch einen Gegner. Und er ist weg. Ich glaube, ich bleib da mal. Die sind so laut, wirklich. Ich glaube, die haben Flugzeuge wieder lauter gemacht, kommt mir so vor. Das ist abartig, wie laut die sind. Hier warten wir mal. Ja, versuch's. Er wollte es versuchen. Schade. Nachgeladen haben wir. Dann
würde ich sagen, fahren wir dazu B oder A mal. Ein bisschen nützlich machen. Ist der T60 wieder besser geworden, oder? Der war nämlich endlos kacke früher. Das ist wirklich, das ist schlimmer als Drohnen. Drum, kannst du mal irgendwo weg? Was ist überhaupt deine Mission? Der fliegt nur die ganze Zeit über uns herum. Mehr macht er nicht. Weder spottet der irgendwelche anderen Panzer, noch... Weiß ich nicht. Spielt er gegen andere Flugzeuge? Nee. Oder killt halt andere Flugzeuge, meine ich, aber... Nö. Lieber Lärmbelästigung. Es ist halt auch wirklich nur der Typ. Okay, endlich killt er mal was. Boah, komm, ich tu mir das nicht mehr an, ganz ehrlich. Einstellungen, Ton. Eigene Motoren, fremde Motoren. Kann man das nur für Flugzeuge? Nee, kann man nicht. Sehr cool. Ah, schön. Sie sind, glaube ich, abgestürzt, kann das sein? Ah, ich glaube schon. Treffer. Es dauert echt lang, den Punkt einzunehmen. Das ist kein Teammate, den ich da höre. Ich hätte ein bisschen früher abziehen sollen. Dann hätte mir gar nichts gemacht. Gut, das ist schlecht. Ja, ich bin tot. Hätte mich jetzt nicht gehittet, wäre ich... Vielleicht hätte ich es geschafft. Teammate, 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 Teammate. Danke, Teammate. Ich glaube, der kann ihm aber auch nichts tun. Ich glaube nicht. Ja, nimm mir noch schnell das Ding. Das Gute bei dem Ding ist, Typ 94, die Flagge ist halt echt geil. Die ist echt cool. Ich will nachladen. War schlecht, die jetzt nachzuladen. Wer schießt auf mich? Ich glaube schon. Der kommt, der kommt, der kommt. Und da ist er weg. Du auch noch? Nee, schade. Nicht getroffen. Die Punkte werden wieder eingenommen. Ich hau mal Artillerie drauf. Und kreuze meine Finger. Und laden wir auch mal den AP-Belt wieder. Schlechte Idee. Ja, geht, das sollten die aber zusammenbringen, ganz ehrlich. Die sind zu dritt. Die Bremsen von dem Ding sind auch nicht vorhanden. Die werden, keine Ahnung, ich glaube, per Fuß gebremst. Weiß auch nicht wie. Wie so ein Karussell, das man abbremsen muss. Per Hand. Hätte ich jetzt Hail geladen gehabt, wäre der tot. Ja, gerettet. Komm, 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 dreh, dreh, dreh. Ja, das waren beide Flügel. Gut, drehen wir mal. Und auf zum Punkt. Das ist eine große Bohne. Wow. Der kommt nochmal. Das ist 100% ein Revenge-Kill, oder? Er kann noch schießen. Okay, jetzt ist er tot. Als ob das mich auch noch in Feuer steckt. In Brand steckt, meine ich.
Nicht vergessen, immer nachladen. Den richtigen Gurt auch. Nicht den falschen. Artillerie wieder da. Fahr ich lieber mal da lang. Kein Gegnerflugzeug. Ja, ich höre es. Also nicht den eigentlich, den höre ich gar nicht. Gut, Third Person Kill. Hinter mir. War jetzt gerade echt blind herum, aber egal. Ist da noch ein Gegner? Da links ist nichts. Ich helfe dem mal den T-28. Schätze mal, dass da auch was langkommen wird. Die Flak ist göttlich. Die Typ 94, oder? Ja, Typ 94. Nicht, dass ich sie falsch ausspreche. Mit der kann man nichts falsch machen. Ich meine, wenn man gehittet wird, also jedes MG und alles kann uns instant killen nahezu, aber wenn uns nichts trifft, dann ist das Ding schon sehr gut. Okay, es leben von beiden Teams fast keine mehr. Ich verstehe auch nicht, was die machen. Die wären viel nützlicher, wenn die rausgehen würden aus den Flugzeugen und in Panzer gehen. Aber stattdessen fliegen die halt die ganze Zeit nur im Kreis herum und gehen mir so auf den Sack. Damit. Weil es so endlos laut ist immer. Jetzt fliegt er gleich wieder über uns drüber. Spotte doch oder mach irgendwas, aber nicht. Der fliegt halt nur dumm herum. Aua, 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 ich kann dich bremsen, es tut mir leid. Hey, mein Logo ist vorne kaputt. Wohin fährst du? Wohin? Der Punkt ist da. Bitte, ich würde den wirklich so gern aus dem Himmel schießen. Oh, wurde der gekillt? Nö, ich glaube, irgendein Flugzeug hat den mal vor ein paar Äonen angehittet und drum hat der jetzt den Kill bekommen dafür. Der hier schießt gekonnt gegen einen Kanister, neben gegen einen Container, meine ich auch nicht eigentlich. Gegen, weiß ich nicht, wie man das nennen soll. Gegen einen Tank, weiß ich nicht. Der hat eh noch eine Bombe. Es müssen doch irgendwo noch Gegner sein. Ich verstehe auch nicht warum. Manchmal ist das eben eine Leiste und manchmal Nummern. Weil die sind jetzt, glaube ich, geblieben, die Nummern. Zumindest wäre es mir jetzt nicht aufgefallen, wäre jetzt eine Leiste gewesen da oben. An was das sich orientiert, keine Ahnung. Aber ich glaube, sobald wir B haben, geht das sehr schnell. Ja, instant gewonnen. Da war der Gegner, der hat die ganze Zeit dort gewartet. Der hätte einfach nur rausfahren müssen. Der eine Typ, der hätte das gesamte Game für die Gegner umkrempeln können. Hätte uns drei gekillt. Der eine Typ. Ey, okay. Ein Panzer freigeschalten. Ja, komm, kaufen wir aber. Den werde ich jetzt noch nicht reinpacken, wo. Was könnte... Der ist der einzige, ich hasse den. Ganz ehrlich, ich finde den so schlecht. Hatte... Ja, vielleicht wenn man das freischaltet, aber ist halt auch nur 90 mm, finde ich. Könnte vielleicht dann nicht so schlecht sein. Was wäre nicht so schlecht? Flak will ich nicht spielen, ganz ehrlich. Der ist eigentlich nicht schlecht und... Ich glaube, ich nehme einfach den Typ 61, ganz ehrlich. Obwohl 6.3 wäre eigentlich klüger, den zu nehmen. Ja, nehmen wir den. Und aha, Falke.
Japanisch. Oder halt in Schriftzeichen zumindest. In Japan. Aber ja, das war der Horo, würde ich sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich vielleicht wissen mit einem Abo, einem Like, einem Kommentar, irgendwas. Würde mich natürlich sehr freuen. Ihr könnt mir immer gerne in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes sehen wollt. Eben nochmal an dich, Kanekel2021. Einen großen Dank dafür, für den Vorschlag. Und ja, welchen Panzer ihr sehen wollt, eben eine Challenge, irgendwas, einen Munitionstyp, könnt ihr mir alles gerne reinschreiben. Einfach in die Kommentare oder ihr könnt auch einfach so reinschreiben. Keine Ahnung, du stinkst oder deine Nase ist zu groß für dein Gesicht, weiß ich nicht, irgendwas. Danke dafür. Und dann würde ich sagen, habt noch einen wundervollen, erfolgreichen Tag. Ciao.